Alexander Hoffmann, CDU-CSU-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Allzu oft bemüht die Politik den Satz, Handwerk hat goldenen Boden. Ich bringe den Satz heute deshalb, weil ich auch glaube, der Satz ist durchaus Verpflichtung für die Politik. Wir, die wir hier sitzen, haben nämlich tatsächlich die Aufgabe, Rahmenbedingungen zu schaffen, dass Unternehmer, Handwerker in unserem Land gut existieren und arbeiten können. Ich glaube, dass wir die Aufgabe haben, Rahmenbedingungen zu schaffen, dass Handwerker rechtssicher agieren können. Und wir haben selbstverständlich auch die Verpflichtung, Sorge dafür zu tragen, dass wir vor allem Handwerksbetriebe nicht erdrücken mit überbordender Bürokratie. Und ich glaube, wir sind uns alle einig, wenn wir das als Daueraufgabe begreifen. Und deswegen ist es zunächst einmal gut, wenn wir heute im Rahmen dieses Antrags mal genau darüber reden und Rückschau halten und eben bewerten, ob wir vielleicht an der einen oder anderen Stelle, was Bürokratie angeht, übers Ziel hinausgeschossen sind. Und dabei hat Ihr Antrag den Bereich des Widerrufsrechts, der Widerrufsbelehrungen im Blick. Und beim Antrag lesen war ich eigentlich positiv gestimmt, weil ich dachte, naja, der Antrag bekennt sich ja zunächst einmal ganz klar zur Erforderlichkeit des Widerrufsrechts auch im Handwerkerbereich. Da war ich jetzt nach der Kurzintervention vom Kollegen nicht mehr ganz so sicher, weil das ganz anders geklungen hat. Ich glaube schon, dass wir uns einig sind, dass wir das Widerrufsrecht auch in diesem Bereich brauchen. Denn wie so oft hat es die Politik und auch Europa nicht ohne Not geregelt, sondern es waren schwarze Schafe, die am Schluss dazu geführt haben, dass wir handeln mussten, um letztendlich Sorge dafür zu tragen, dass nicht der Verbraucher der Leidtragende ist. Und Beispiele gibt es heute noch. Ich habe ein paar dabei. Hier, wenn der Dachhai zweimal klingelt, 16.500 Euro für falsche Handwerker. Die Teerbetrüger finden immer mehr Opfer. Aber ich glaube auch generell, ohne diese Fälle, ist es zunächst einmal natürlich wichtig, dass wir differenzieren und nicht alle Handwerker über einen Kamm scheren. Aber ich glaube, dass auch im Allgemeinen Verbraucherschutz es wichtig ist zu sagen, wir wollen Verbraucher schützen vor Überrumpelung. Und wenn wir dann in die unterschiedlichen Bereiche gehen, dann muss man eben feststellen, dass gerade im Baubereich oder auch im Bereich der Finanzberatungen immer weitreichende Entscheidungen oder oftmals getroffen werden. Und deswegen ist es gut, wenn die Menschen dann noch mal 14 Tage Zeit haben, sich zu überlegen, ob sie diesen Vertrag tatsächlich weiterhin aufrechterhalten wollen. Dennoch muss das oberste Gebot die Ausgewogenheit sein. Wir müssen abwägen zwischen dem Verbraucherschutz auf der einen Seite und der Frage, wie hoch dürfen maximal bürokratische Anforderungen an Handwerker, an Unternehmer sein. Und jetzt schreiben Sie in Ihrem Antrag von uferlosen Informationspflichten. Jetzt hat es der Kollege Hoppenstedt schon dargestellt, es ist mit Sicherheit komplex. Und ich will es nicht kleinreden. Aber von uferlos kann man gar nicht reden. Wenn Sie im Internet gucken, das waren ein paar Klicks, dann kommen Sie hier auf verschiedene Musterbeispiele für Widerrufsbelehrungen. Ich habe hier ein ganz tolles Beispiel von der Handwerkskammer, ich darf sagen, Herr Präsident, Frankfurt Rhein-Main. Da ist die Widerrufsbelehrung auf einer Seite als Vordruck aufzufinden und die Verbrauchererklärung ebenfalls auf einer Seite. Sie sehen, uferlos ist das mit Sicherheit nicht, durchaus noch ein fassbarer Umfang. Und natürlich muss man sagen, die Missbrauchsgefahr ist da. Wenn Sie einen Kunden haben, der nicht zahlungswillig ist, dann fängt er unter Umständen an, mit fadenscheinigen Argumenten Gründe dafür zu suchen, warum er nicht zahlt. Aber da gehört zur Ehrlichkeit natürlich zunächst einmal dazu, dass man sagt, dafür gibt es andere Gründe, die er dann heranzieht. Natürlich ist das Widerrufsrecht durchaus anfällig. Wir haben es im Bankenbereich erlebt, dass es durchaus kompliziert sein kann. Und je komplizierter, umso eher schleicht sich ein Fehler ein. Aber die Argumente, die ich von Handwerkern höre, warum Kunden nicht zahlen wollen mit fadenscheinigen Argumenten, sind, das habe ich nicht beauftragt, es waren keine 5 Steckdosen, sondern nur eine. Die Steckdose funktioniert nicht. Wir hatten einen anderen Preis vereinbart. Ich habe einen sehr guten Freund, der hat vor 4 Jahren als Handwerker ein Unternehmen gegründet. Der hat am Anfang Verträge noch per Handschlag machen können, bis er dann den ersten Kunden hatte
der behauptet hat, wir haben einen anderen Preis vereinbart. Und seitdem wird alles dokumentiert, von der Farbe bis zur Höhe, zur Breite, bis zum Material und letztendlich bis genau zum Produkt. Das heißt, die traurige Wahrheit ist, dass Sie heute Handwerker ohne Bürokratie, ohne Dokumentation gar nicht mehr sein können. Deswegen sage ich, es ist richtig, die Paragraphen 312, 356 fortfolgende BGB, die sind durchaus komplex. Und deswegen ist es auch gut, wenn wir uns die Zeit nehmen, in einem solchen Verfahren darüber zu reden. Aber wir sollten nicht Probleme dort konstruieren, wo keine Probleme sind. Und am Ende durchaus noch eine Bemerkung. Ich bin schon etwas verwundert, weil ich mir bei Ihrem Antrag in dem Bereich Lösungen erhofft hätte. Stattdessen ist es so, dass Sie keine Idee haben, wie man das Problem löst. Sie umschreiben es vage. Wir haben schon gehört, es existiert gar nicht. Und dann soll ausgerechnet die Bundesregierung die Lösung für Ihr Problem bringen. Ich erinnere Sie aber daran, dass es doch die Bundesregierung ist, die Sie eigentlich nicht haben wollen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Damit schließe ich.